Es ist ganz wichtig, dass wir nicht mit einem vagen Gefühl des Versagens herumlaufen. Der Teufel hat es nämlich auf uns abgesehen, und zwar von dem Moment an, an dem wir morgens die Augen aufmachen, beziehungsweise sobald unser Verstand aktiv ist. Er will uns weismachen, was wir alles nicht sind. Du bist nicht, du bist nicht, du hast nicht, du bist nicht. Ich möchte euch beibringen, wie ihr ihm erwidern und sagen könnt, ich bin, ich bin, ich bin. Dieser Vortrag heißt Kämpf dich durch. Und damit meine ich, sich dem Widerstand zu stellen, den man erlebt. Wer keinerlei Druck ausgesetzt ist, muss sich auch durch nichts hindurchkämpfen. Es gibt eine Menge Dinge, durch die wir uns hindurchkämpfen müssen, wenn wir wirklich in den Genuss des Lebens kommen möchten, das Jesus uns durch seinen Tod ermöglicht hat. Ich könnte 100 verschiedene Punkte ansprechen, wenn ich nur lange genug hier stehen würde, aber wir haben nur begrenzt Zeit. Also habe ich einige Punkte herausgegriffen, mit denen viele von uns regelmäßig zu kämpfen haben. Heute möchte ich darüber sprechen, sich durch Schuld und Schamgefühle hindurchzukämpfen, sich durch Schuld und Schamgefühle hindurchzukämpfen und zu lernen, wie man mit einem reinen statt mit einem schuldbehafteten Gewissen lebt. Zu lernen, sich nicht ständig und übermäßig und krankhaft seiner ganzen Mängel und Fehler und Schwächen bewusst zu sein, sondern auch seine Erfolge, Fortschritte und das persönliche Wachstum feiern zu können. Wisst ihr, dass jeder in seinem Leben mit Gott an einem anderen Punkt steht? Wir befinden uns alle an einer anderen Stelle unserer Reise. Einige von euch haben noch eine weitere Strecke vor sich als andere, weil ihr noch nicht so lange dabei seid. Doch die gute Nachricht ist, solange ihr auf dem Weg seid, ist die Sache für Gott in Ordnung. Weil wir bei seiner Rückkehr alle in einem Moment in Jesu Bild verändert und vollständig umgestaltet werden. In Matthäus 5, Vers 48 steht, ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn man nicht weiß, was da im griechischen Original steht, kann der Vers einem ziemlich Angst machen. Wie um alles in der Welt können wir so vollkommen sein wie Gott? Lasst uns den Vers einmal in der englischen Amplified-Bibel anschauen. Da heißt es, ihr sollt aber vollkommen sein, und Vollkommenheit bedeutet, in Geist und Charakter wachsen, wachsen, die richtige Höhe an Tugend und Integrität erreichen, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. In Jesus Christus hat Gott uns gezeigt, was für einen Charakter er hat. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus ist also unser Vorbild. Sein Charakter ist es, den wir nachahmen sollen. Seine Art ist es, die wir erlernen sollen. Aber das ist ein lebenslanger Lernprozess. Und selbst bei seiner Wiederkunft werden wir noch nicht diese Art von Vollkommenheit erreicht haben. Allerdings ist das kein Grund, deprimiert und entmutigt zu sein. Wir müssen lediglich tun, was der Apostel Paulus gesagt hat, nämlich darauf hinarbeiten, alles zu sein, wozu Jesus uns errettet hat, die Vergangenheit zu vergessen und auf das zu schauen, was vor uns liegt. Lasst uns noch einmal Philipper 3 anschauen, was wir gestern schon getan haben, und den Abschnitt ein bisschen weiter ausführen. Philipper 3, Vers 10. Ich liebe diese Verse und bestimmt tun das viele von euch auch. Paulus beginnt mit einem Gedanken, der bei jedem Gläubigen an erster Stelle stehen sollte. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen. Mein Wunsch ist nicht, alles zu bekommen, was ich gern hätte, sondern ihn zu erkennen. Nicht nur über ihn Bescheid zu wissen, sondern ihn zu erkennen. Gott möchte, dass wir ihn um seiner selbst willen lieben, nicht um der Dinge willen, die er für uns tun kann. Gott möchte, dass wir ihn um seiner selbst willen lieben, nicht um der Dinge willen, die er für uns tun kann. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Er arbeitete darauf hin, Christus ähnlicher zu werden. Vers 12.
Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht und wäre schon vollkommen. Aber ich arbeite darauf hin. Einige von euch hängen aufgrund von Fehlverhalten in der Vergangenheit fest. Und ihr hängt schon so lange fest, dass ihr eure großartige Zukunft verlieren werdet, die Jesus durch seinen Tod für euch bereithält. Es sei denn, ihr macht euch heute davon los. Kommt es einigen von euch auch so vor, als würdet ihr irgendwo festhängen und bräuchtet eine Ladung Dynamit, um euch loszusprengen? Aber wisst ihr, es sind unsere Gedanken, die als erstes festhängen. Wenn die Gedanken festhängen, bleiben auch die Emotionen hängen. Wer seine Gedanken nicht erneuert, erlebt nie eine positive Veränderung. Es ist so wichtig, sich immer und immer wieder damit auseinanderzusetzen, was die Bibel über unsere Gedanken zu sagen hat. Nehmt heute eine andere Haltung gegenüber euren Fehlern ein. Natürlich sollten wir nicht absichtlich Fehler machen. Natürlich sollten wir uns nicht freuen, wenn wir einen Fehler machen. Aber wir sollten verstehen, dass Jesus gekommen ist und sich um das Sündenproblem gekümmert hat. Die Sünde ist nicht tot, aber wir sind gegenüber der Sünde tot. Ein Teil von uns, der erneuerte Teil, möchte nicht sündigen. Wenn ihr nach Ausreden fürs Sündigen suchen würdet, wärt ihr wahrscheinlich heute nicht hergekommen. Zumindest so weit könnt ihr euch auf die Schulter klopfen, denn eure Haltung ist: Ich möchte auf jeden Fall das Richtige tun. Die Welt ist voller Menschen, die sich überhaupt nicht darum kümmern, was sie tun. Ihr hingegen tut es und das bereitet Gott Freude. Also statt krankhaft entmutigt darüber zu sein, was ihr nicht seid, könnt ihr doch zumindest ein bisschen stolz auf euch sein, dass ihr es aus dem Bett geschafft habt, hergekommen seid. Ihr möchtet Gottes Wort hören, ihr möchtet Gott anbeten und ihr wollt euch durchkämpfen bis hin zu den guten Dingen, die vor euch liegen. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht mit einem vagen Gefühl des Versagens herumlaufen. Der Teufel hat es nämlich auf uns abgesehen, und zwar von dem Moment an, an dem wir morgens die Augen aufmachen, beziehungsweise sobald unser Verstand aktiv ist. Er will uns weismachen, was wir alles nicht sind. Du bist nicht, du bist nicht, du hast nicht, du bist nicht. Und ich möchte euch heute beibringen, wie ihr ihm erwidert und sagen könnt: Ich bin, ich bin, ich bin. Ich will ehrlich mit euch sein, wenn ihr nicht lernt, dem Teufel gute Antworten zu geben, habt ihr harte Zeiten vor euch. Ganz gleich, ob ihr die guten Gedanken aussprecht oder sie nur innerlich wiederholt, ihr müsst unbedingt lernen, euch seine Lügen nicht bieten zu lassen. Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht, aber ich arbeite auf den Tag hin. Ich arbeite darauf hin. Die Bibel sagt sogar im Hebräerbrief: Lasst euch nicht entmutigen, wenn Gott euch zurechtweist, sondern steht euren Mann. Lasst euch nicht entmutigen, wenn Gott euch etwas zeigt, das bei euch noch nicht in Ordnung ist. Es ist ein Zeichen, dass er euch liebt und sich um euch kümmert. Habt ihr schon mal zu einem eurer Kinder gesagt: Ich sage dir das nur zu deinem Besten? Meint ihr, dass sie euch das abnehmen? Nein. Es ist nur zu deinem Besten, dass du da in der Ecke stehen musst. Es ist nur zu deinem Besten, dass du nicht auf die Party gehen darfst. Ich sage dir das nur zu deinem Besten. Wenn Gott uns zurechtweist und uns zeigt, dass mit uns etwas nicht stimmt, ist das erfreulich. Es bedeutet, dass ich Gottes Stimme hören kann. Es ist kein Grund, deprimiert zu sein, einen schlechten Tag zu haben und denken zu müssen, dass ich der schlechteste Mensch auf der Welt bin. Ich darf mich freuen, weil ich Gottes Stimme hören kann. Wenn Gott mich auf etwas hinweist, bedeutet es, dass ich seine Stimme höre. Großartig. Ich kann nämlich nicht ändern, wovon ich nichts weiß. Das ist eine andere Sichtweise, eine andere Denkweise. Wer von euch, wenn Gott euch einige eurer Schwächen bewusst macht oder ihr eine Zeit durchlebt, in der euch einige eurer Makel auffallen oder vielleicht sogar viele, wer von euch würde zugeben, dass ihr dann leicht entmutigt ist? Aber die Bibel sagt uns, dass wir uns nicht entmutigen lassen müssen. Sie sagt uns sogar, dass wir begeistert sein sollen, wenn Gott uns unsere Fehler aufzeigt, weil er die zurechtweist, die er liebt. Ich tue das nur zu deinem Besten. Das ist, was Gott dir heute sagen möchte. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Falls du mit Schuldgefühlen zu kämpfen hast und Gott dich das nächste Mal auf etwas aufmerksam macht, das sich in deinem Leben verändern sollte, oder auf etwas, das du gesagt hast und nicht hättest sagen sollen, oder auf ein bestimmtes Verhalten, das nicht in Ordnung war. Und das kann passieren, ehe ihr hier rausgeht.
Es gab mal zwei Frauen, die sich an dem Büchertisch einer Kirche, in der ich predigte, darüber stritten, wer eine Vortragsreihe von mir kaufen durfte, als nur noch eine übrig war, und zwar zum Thema Liebe. Ich kann mir gut vorstellen, dass Gott versucht hat, diesen beiden Frauen ihr Verhalten bewusst zu machen. Stellt euch nur vor, wie ihr euch fühlen würdet, wenn ihr gerade einen Vortrag zum Thema Liebe gehört habt und euch dann mit jemandem darüber in die Haare bekommt, wer sich die letzte Vortragsreihe zu diesem Thema schnappen darf. Ich kann mir vorstellen, dass die Frauen sich gesagt haben, oh mein Gott, wie konnte ich nur? Und genau das möchte der Feind. Deshalb fordere ich euch auf, eine andere Haltung einzunehmen, eine ganz neue Herangehensweise. Das nächste Mal, wenn Gott euch bewusst macht, dass ihr etwas ändern müsst, sagt Gott, du hast recht. Streitet nie mit Gott, es bringt nichts. Gott, du hast recht. Es lässt sich nicht entschuldigen, es tut mir so leid, bitte vergib mir. Ich freue mich, Herr, dass du dich so sehr um mich kümmerst, dass du dir die Zeit nimmst, mir die Dinge in meinem Leben aufzuzeigen, die sich ändern müssen. Ich muss sagen, ihr zeigt noch nicht so viel Begeisterung darüber, wie ich es gern hätte. Wer von euch begreift, wie sehr es eure Perspektive verändern würde, wenn ihr nicht jedes Mal den Kopf einzieht, sobald es euch auffällt, dass sich in eurem Leben etwas ändern muss? Menschenskind, ich habe jahrelang alle möglichen dummen Dinge getan, ohne mir dessen überhaupt bewusst zu sein. Ich habe Menschen verletzt, ohne mir dessen bewusst zu sein. Wahrscheinlich war es mir auch egal, weil sich mein ganzes Universum nur um mich selbst drehte. Wenn ich heute jemanden verletze, merke ich das sofort und mag es überhaupt nicht. Dies ist ein Grund zur Freude, denn es zeigt mir, dass Gott mich verändert hat. Wenn deine Bereitschaft, das Richtige zu tun, stärker geworden ist und du das Falsche nicht mehr tun willst, ist das ein Grund zur Freude, weil es zeigt, dass Gott dich verändert. Ich habe euch ja gesagt, heute ist euer Glückstag. Paulus sagte, ich arbeite darauf hin. Vers 13, nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Wir sind noch nicht am Ziel angekommen, wir sind noch nicht da, wo wir sein sollten, aber Gott sei Dank sind wir auch nicht mehr da, wo wir einmal waren. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, für dieses eine Ziel, für dieses eine Ziel, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Vers 14. Versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Jetzt wollen wir noch ein bisschen weiterlesen, als wir das normalerweise bei diesen Versen tun. Ich hoffe, ihr, die ihr glaubt, ich weiß, dass wir gern alle zu der Gruppe glaubensstarker, geistlich reifer Personen gehören wollen, also lasst uns mal kurz einen kleinen Test machen. Ich hoffe, ihr, die ihr glaubt, stimmt darin mit mir überein. Was sagt ihr damit? Er sagt, okay. Wir wollen das Richtige tun. Wir wollen vollkommen sein, so wie Gott vollkommen ist. Wir arbeiten weiterhin auf dieses Ziel hin. Und um das tun zu können, ist es wichtig, dass wir vergessen, was hinter uns liegt und dem nachjagen, was uns bevorsteht. Er sagt also im Grunde, ich lasse mich nicht auf Schuldgefühle, Verurteilung und Beschämung ein. Ich möchte nicht andauernd diese Last mit mir herumschleppen und mir davon meinen Frieden, meine Freude und meine Zuversicht rauben lassen. Ich möchte mir davon nicht rauben lassen, wer ich in Christus bin. Ich lasse das nicht mehr zu. Ich werde geistlich erwachsen und werde durch mein Verhalten zeigen, dass ich der Bibel wirklich glaube, wenn sie sagt, dass Gott mir meine Sünden vergibt und mich von aller Ungerechtigkeit reinwäscht. Ich muss meine Schuld nur bekennen und mich ändern wollen. Wir sollten begeistert sein, dass uns vergeben worden ist, anstatt über unsere Fehler deprimiert zu sein. Es ist doch wunderbar, dass wir Gott um Vergebung bitten können, wenn wir Fehler machen und er uns auch tatsächlich vergibt. Warum? Einfach, weil er es will. Er will eine Beziehung zu uns haben und das kann er nur, indem er uns immer wieder vergibt. Für mich war das vor vielen Jahren ein richtiger Augenöffner, als ich das verstand, weil Schuldgefühle ein riesiges Problem für mich darstellten. Wahrscheinlich war das eines meiner größten Probleme. Ich war als Kind missbraucht worden und wer als Kind missbraucht wird, denkt meist, dass er selbst irgendwie schuld daran ist.
Was stimmt nicht mit mir? Was ist bloß los mit mir? Was stimmt nur nicht mit mir? Diese Leier hörte ich jahrelang immer und immer wieder in meinem Kopf. Es war so tief in mir verwurzelt, dass mir diese Beschämung wie angewachsen war. Ich mochte mich selbst nicht. Ich mochte nicht, wer ich war. Es ist etwas ganz anderes, nicht zu mögen, was man tut, als nicht zu mögen, wer man ist. Ich merke schon, dass ich das noch ein paar Mal wiederholen muss, aber ihr zieht schon noch nach. Es ist eine Sache, ein bestimmtes Verhalten nicht zu mögen. Genau, wie alle anderen habe ich auch bestimmte Verhaltensweisen, die nicht gut sind. Ich bin immer noch leicht ungeduldig, ich sollte meine Klappe manchmal etwas mehr halten und so weiter. Aber wisst ihr was? Ich mag mich trotzdem. Ich gehe sogar so weit zu sagen, mag es noch so albern klingen, dass ich mich selbst liebe. Nicht auf egoistische, selbstzentrierte Weise, so nach dem Motto, oh, du bist wunderbar, das meine ich nicht. Ich meine vielmehr, dass Gott uns mit seiner eigenen Hand erschaffen hat. Er hat uns im Mutterleib geformt, uns sorgfältig gestaltet und uns eine Bestimmung gegeben. Für wen haltet ihr euch denn, Gottes Schöpfung gering zu achten? Das ist wie ein Schlag in Gottes Gesicht. Ich mag nicht, was du geschaffen hast. Nein, was wir in Wirklichkeit nicht mögen, sind einige der Dinge, die wir tun. Und das ist auch nicht schlimm. Aber ihr müsst lernen, euer Sein von eurem Tun zu trennen. Wer ihr seid, ist eine separate Angelegenheit. Und wenn ihr nicht wisst, wer ihr seid, könnt ihr auch euer falsches Verhalten nicht richtig in Angriff nehmen. Habt ihr gehört? Wenn ihr nicht wisst, wer ihr in Christus seid, wie sehr er euch liebt, dass ihr ihm vertrauen könnt, dass ihr in ihm neu gemacht worden seid, dass ihr von Neuem geboren seid, neue Menschen seid, eine neue Schöpfung. Wenn ihr nicht wisst, wer ihr in ihm seid, dann könnt ihr auch euer Verhalten nie richtig in Angriff nehmen. Denn wenn man nicht weiß, wer man ist und dann von einem Menschen zurechtgewiesen oder vom Teufel beschuldigt wird, reagiert man automatisch mit Schuldgefühlen und Selbstbezichtigungen. Guilt, Shame, Blame. Ich tauge zu nichts, ich bringe es nie zu etwas. Wir vergleichen uns mit Menschen, die uns so perfekt vorkommen. Und dann schneiden wir natürlich schlecht ab. So finden wir nie heraus, wer wir sind. Besonders Teenager haben damit stark zu kämpfen. Der Gruppendruck. Man muss so wie alle sein. Dieser Druck ist gewaltig. Wir müssen unseren Kindern beibringen, wer sie in Christus sind. Und dass sie nicht wie ihr Bruder oder ihre Schwester oder Johannes von nebenan sein müssen. Und dass es keine Rolle spielt, ob der Bruder Gitarre spielen oder man selbst noch nicht mal einen Ton treffen kann. Vergleicht nie eure Kinder mit einem ihrer Geschwister. Warum bist du nicht so wie er? Und warum bist du nicht so wie jemand anders? Wir alle stehen jeden Tag auf und wollen unser Bestes tun. Mehr als alles andere wollen Menschen einfach Annahme für das finden, wer sie sind und ein bisschen Spielraum haben. Wenn du mich so machen willst, wie du selbst bist, bevor du mir Annahme entgegenbringst, dann liebst du mich nicht wirklich. Ihr müsst über das hinwegkommen, was alle anderen denken, und aufhören, es ihnen recht machen zu wollen. Aber ich möchte zur Gruppe gehören. Ihr könnt euch von diesem Drang befreien und sagen, selbst wenn ich eine Zeit lang einsam bin, ich bin lieber einsam und glücklich als Teil einer Gruppe und unglücklich. Habt ihr mich gehört? Ich bin lieber einsam und glücklich und mag mich selbst, als Teil einer Gruppe zu sein, in der ich unglücklich bin. Eine Freundin von mir, die mit uns reist,
nahm in einem bestimmten Lebensabschnitt sehr viel zu. Wir sind sehr oft miteinander. Ich fragte sie eines Tages, stört dich dein Gewicht? Und sie sagte, weißt du was, mir gefällt zwar nicht, dass ich so viel zugenommen habe und ich würde schon gern besser aussehen, aber, sagte sie, es mindert nicht mein Selbstwertgefühl, weil ich mich wirklich selbst liebe. Bei den meisten Menschen besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem, wer sie sind und was sie tun. Und stellt euch vor, inzwischen hat sie alles wieder abgenommen und jetzt gebe ich ihr meine Kleidungsstücke, wenn ich sie nicht mehr brauche. Und das gefällt ihr. Ich glaube, oft tun wir diese äußerlichen Dinge, um uns selbst zu beweisen, dass wir in Ordnung sind. Unsere Motivation ist verdreht. Wenn ihr bei der Arbeit ein Büro mit eurem Namen an der Tür sowie 4 oder 5 akademische Grade vor eurem Namen stehen haben müsst, ehe ihr euch selbst akzeptabel findet, dann wird euer Selbstwertgefühl immer von völlig unwichtigen Dingen abhängen. Ihr müsst wissen, wer ihr seid. Ich sage euch was. Sobald ihr wisst, wer ihr in Gott seid, werdet ihr erstaunt sein, was er alles mit euch tun kann. Und ich meine so erstaunt, dass euch die Spucke wegbleibt. Absolut erstaunt. Glaubt ihr das? Ihr, die ihr glaubt, solltet die Haltung haben, ich werde jeden Tag aufstehen und mein Bestes geben, ich liebe Gott. Ihr liebt Gott, sonst wärt ihr nicht hier. Wenn Sie diese Sendung noch immer sehen, obwohl Sie nur zufällig darauf gestoßen sind, wenn Sie mir bis hierher zugehört haben, dann wollen Sie Gott besser kennenlernen oder Sie kennen ihn bereits und wollen sich verändern. Also hört auf, euch selbst einen ganzen Katalog eures Fehlverhaltens an den Kopf zu werfen. Ihr seid keine Überraschung für Gott. Er wusste, was er sich einhandelte, als er sich auf euch einließ. Das heißt nicht, dass wir uns nicht verändern wollen. Ich möchte mich verändern. Ihr seid hier, weil ihr euch verändern möchtet. Aber ihr müsst verstehen, dass ihr euch nicht verändern könnt, wenn ihr euch ständig von Schuldgefühlen und den Fehlern von gestern in die Vergangenheit ziehen lasst. Ihr könnt heute keinen Fortschritt machen, wenn ihr in den Fehlern von gestern festhängt. Versteht das irgendjemand in diesem Saal? Irgendjemand? Leute sind so von Schuldgefühlen belastet. Sie ziehen sich selbst ständig herunter mit Gedanken wie, ich bin nicht, ich sollte, ich bin nicht, ich habe heute 5 Minuten gebetet, ich hätte 10 beten sollen, ich habe 1 Kapitel in der Bibel gelesen, hätte 6 lesen sollen, ich lese die Bibel jeden Tag, aber ich behalte nichts davon. Darf ich euer Gewissen mal ein bisschen beruhigen? Ich unterrichte die Bibel nun schon seit 32 Jahren und manchmal muss ich noch immer vorn im Inhaltsverzeichnis nachschauen, um eins der Bücher zu finden. Na, was haltet ihr davon? Mir macht es nichts aus, euch das zu erzählen. Das stört mich nicht im Mindesten. Es ist nämlich völlig belanglos. Gott gibt mir schon das nötige Wissen zur richtigen Zeit. Und wenn ich mich hier oben ab und zu mal zum Affen mache, weil ich vergesse, was ich sagen wollte oder eine Bibelstelle nicht finden kann, dann zeigt das nur, dass Gott Gefäße benutzt, die einen Sprung haben. Genau. Ihr dürft also gern sagen, ich gehe zu der Veranstaltung von einer Frau, die einen Sprung in der Schüssel hat. Versteht bitte, wenn ihr eine geistlich reife Einstellung gegenüber Sünde und Vergebung haben wollt, dann müsst ihr eure Fehler anerkennen, Gott um Vergebung bitten und euch nicht 3 Tage lang mit Schuldgefühlen herumplagen. Unangebrachte Schuldgefühle wirken sich nur destruktiv aus. Schlagt Hebräer 5 auf. Ab Vers 12. Ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Wer von euch ist schon lange genug Christ und sollte inzwischen eigentlich etwas weiter sein, als er ist?
Ihr meint, Moment mal, du hast uns doch gerade gesagt, dass wir keine Schuldgefühle haben sollen und jetzt redest du uns ein schlechtes Gewissen an. Nein, seht, das ist das Problem. Wenn ihr Schuldgefühle bekommt, dann nicht, weil ich das gesagt habe, sondern weil etwas in euch verdreht ist. Sagt doch einfach, ja, das stimmt. Ich bin schon seit 30 Jahren Christ und benehme mich manchmal immer noch wie ein großes Baby. Ich sollte inzwischen wirklich schon weiter sein. Hilf mir herauszufinden, woran das liegt. Nicht nur, oh mein Gott, ich bin so schrecklich. Das bringt überhaupt nichts. Sind Sie bereit, über Ihre Schuld- und Schamgefühle hinwegzukommen? Wenn ja, dann müssen Sie anfangen, das zu glauben, was Gott über Sie in der Bibel sagt, und aufhören, auf Ihre Gefühle zu hören. Sie dürfen wissen, wer Sie in Christus sind. Sie dürfen wissen, dass Gott Ihnen gern vergibt, dass er Sie liebt, und zwar bedingungslos. Schuldgefühle sind destruktiv, sie verurteilen uns nur. Gott weist uns zwar auf Fehler hin, aber nicht, um uns nach unten zu drücken und schlechte Gefühle hervorzurufen, sondern um uns über das Problem hinwegzuhelfen. Besuchen Sie Joyce Meyer Deutschland auf Facebook. Klicken Sie Gefällt mir und Sie bekommen jeden Tag ermutigende Zitate von Joyce auf Ihre Facebook-Seite. Offen, direkt und auf den Punkt. Kleine Oasen für den Alltag. Lesen Sie mit, es lohnt sich. Nur bei Joyce Meyer Deutschland auf Facebook. Wir sind hier mitten in Tansania, wo das Volk der Datoga lebt. Das erste Mal war ich vor über einem Jahr hier und die Zustände, die wir hier gesehen haben, waren absolut herzzerreißend. Es gab kein Trinkwasser. Die Menschen mussten stundenlange Fußmärsche auf sich nehmen, nur um etwas schmutziges Wasser zu bekommen. Es gab keine Bildung. Also haben wir uns gefragt, wie wir helfen können. Und nun sind wir wieder hier und haben gerade einen von 5 Brunnen eingeweiht, die wir gegraben haben. Und das sind nicht einfach nur Löcher im Boden. Die Brunnen sind mit solarbetriebenen Pumpen ausgestattet und haben jeweils ein Wassersammelbecken für 10.000 Liter. Wir haben auch eine Grundschule gegründet, die bis zur 5. Klasse geht. Das Leben dieser Menschen hier in Tansania hat sich total verbessert. Und ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Die Leute hier wissen das sehr zu schätzen. Und wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken und Ihnen Gottes Segen wünschen. Beruf, Haushalt, Freizeitgestaltung und noch mehr. Muttersein ist eine Vollzeitherausforderung. Wächst dir auch manchmal alles über den Kopf? Finde endlich wieder Ruhe, Zuversicht und Freude, die tiefer gehen. Lass dich ermutigen von Joyce Meyer, selbst vierfache Mutter. Du hast es dir verdient. Das Buch von Joyce Meyer, Zuversicht Mama. Bestellen Sie Ihr persönliches Exemplar jetzt im Internet auf joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411 11.